Achtung, Brandschutz, LKW-Brand, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1, Dornenkamp. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, heute als Einsatzleiter ganz entspannt, unterwegs zu einem LKW-Brand und es gibt News zur Notruf 2. Da muss ich ganz kurz nachschauen, während wir da zum Einsatz fahren. Und zwar... Moment. Der Showroom bekommt demnächst ein Update mit ein paar Neuerungen. Unter anderem kommt das Polizeiauto und das KDOW und viel mehr. Grüße gehen raus an die Dudes von der Notruf 112 Fanpage, von denen ich das ganz genüsslich geklaut habe jetzt gerade. Oh, wir sind schon da. Das heißt, bald wieder ein Showroom-Video. Ich schaue, dass ich, sobald das Update kommt... da brennt der LKW. Sobald das Update kommt, das Video mache. Und jetzt müssen wir ganz kurz hier in die DL-Maschinist und ziehen die mal selbst vor. Weil da hinten... bringt die uns ja mal so richtig geschmeidig gar nichts. So, hier geht's los. Wir machen jetzt Drehleitermaschinist und keinen Einsatzleiter. Ja, das heißt, es kommt bald wieder. Ein Notruf 112 Newsvideo zum Showroom. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Das KDOW wird spannend. Das Polizeifahrzeug. Jetzt würde ich jetzt mal so sagen, ist jetzt nicht so spannend. Ich meine, selbst fahren kann man es ja eh nicht. Was ich jetzt nicht schlimm finde in der Feuerwehrsimulation. Aber es steht halt da und sieht gut aus. Und deswegen finde ich es okay, dass es im Showroom ist. Ich finde es besser, als wenn es... Also ich würde es nicht vermissen, wenn es nicht kommt. Aber ich finde es jetzt auch nicht... Ich würde es nicht vermissen, wenn es nicht kommt. Aber... ich muss erstmal hier meine Position finden. Moment. Jetzt hat. Ja, ist jetzt meiner drin. Gut, dann wechseln wir mal in den Angriffstrupp. Und ab geht's. Dann löschen wir mal den LKW an. Ja, ich würde es jetzt nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht drin wäre. Es ist cool, dass es drin ist. Da man es anschauen kann. KDOW, bin ich gespannt drauf, was das so drin haben wird. Und ich bin vor allem auch, also worauf ich noch mehr gespannt bin, ist, was man mit dem machen wird. Und dann auf und viel mehr bin ich auch gespannt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es ein Wechsellader wird, aber... Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Außerdem sind neue Gebäude im Spiel. Also auf, fertig. Die können wir uns eventuell nächste Folge am Mittwoch nach unseren Einsätzen können wir uns die im Notruf 112 Discord mal anschauen, die neuen Gebäude. Und ja.
Jetzt löschen wir hier erstmal den LKW. Ist nur noch little bit und dann haben wir es schon. Übrigens, ich bin jetzt einen Rang aufgestiegen. Das habe ich, glaube ich, aber schon letzte Folge gesagt. Ich habe es aber noch... Die Einsätze jetzt hier sind neu für mich mit den LKW-Bränden. Also jetzt nicht mehr. Ich habe das jetzt schon der dritte oder vierte LKW-Brand. Aber... Fährt der mich zurück? Ja. Aber... Ich finde die eigentlich ganz cool, die Einsätze. Muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall hat jetzt den ersten Einsatz zu Ende. Ein schöner, mal wieder ein etwas größerer Einsatz gewesen. Ich hoffe ja immer noch auf einen Verkehrsunfall. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch nie einen Verkehrsunfall, den wir vollkommen zu Ende spielen konnten. Wir hatten einmal einen VU3. Den konnten wir aber nicht zu Ende spielen, weil sich das aufgehängt hat. Oder ich weiß gar nicht, war ich dran schuld, das Spiel dran schuld, aber... hat sich auf jeden Fall aufgehängt gehabt und dann... Können erstmal die PA abmachen. Dann können wir hier mal das wegmachen. Den Verteiler können wir selbst aufräumen. Der gehört ins... Gehört der da rein? Oder andere Seite? Other side. Und dann klemmen wir hier den C-Schlauch noch ab. Den packen wir hier ganz geschmeidig ins Rolltor rein. Und können das dann auch richtig zumachen. Ja, und wir können dann eigentlich auch schon mal uns reinsetzen. Während unser Kollege, unser geschätzter Kollege hier noch die Stützen einfährt. Und dann fahren wir mal ganz geschmeidig zurück zur Wache. Jo. So, unser Fahrer hier zieht schön vor den anderen rein. So muss das. Naja, dann fahren wir jetzt mal ganz geschmeidig zurück und da ich heute, diese Woche, ausnahmsweise mal mehr oder weniger richtig rum aufnehme, also sprich, ich fange jetzt mit Notruf an, das kommt ja wieder Montag und Mittwoch, dann nehme ich Minibrunn und unsere Firma auf und dann zum Schluss noch das Video, was am Mittwoch kommt, da überlege ich gerade, was es sein wird. Ihr werdet es wahrscheinlich erfahren, weil ihr das morgen sehen werdet. Lasst euch überraschen, es ist entweder SnowRunner, Eurotruck Simulator oder... Boah, das war eigentlich eins von den beiden. Bei SnowRunner schauen wir einfach mal in meinen Spielstand rein und da bin ich ja dabei, einen LKW rauszuziehen. Ich bin noch relativ am Anfang bei dem Spiel. Da versuche ich jetzt eben einen LKW rauszuziehen und den wird man dann halt im Video versuchen rauszuziehen. Wenn es klappen tut. Ich bin guter Dinge, dass es klappt. Naja. Dann warten wir jetzt mal ganz geschmeidig den nächsten Einsatz ab. Und... Schauen mal, ne? Was da so ansteht. Ist der RTW eigentlich schon drin? Wo ist denn der? Da ist der RTW. So. Schön, dass das Löschfahrzeug hier wartet, damit wir reinfahren können. Das finde ich sehr gut. So, optimal. Wir sind da. ELW ist, glaube ich, auch schon da. LF, TLF und RDW fehlen noch. Die fahren hier gleichzeitig rein. Perfekto.
Ja, nur noch der RDW und dann kommt der Einsatzbericht. Wir laufen schon mal hoch auf unseren altbekannten Stuhl, wo wir warten auf den nächsten Einsatz. Bin gespannt, was es wird. Bin ich gespannt. Ja, bin ich. Naja, gönnen wir uns erstmal einen Schluck Fanta, ne? Lecker, lecker. Und dann warten wir mal. Ich will, also, können ja mal überlegen, was man mit einem KDOW macht. In Feuer und Flamme haben wir gesehen, dass es als, ja, als, ich würde es jetzt mal so beschreiben, als zusätzliches Einsatzleitfahrzeug, also ein, da fährt der Typ mit, der dem Einsatzleiter unterstützt bei größeren Einsätzen. So. Und was meistens vor dem gesamten Löschzug am Einsatzort ist, weil es eben schneller ist als die anderen. Und dann sich schon mal vorab einen Blick verschaffen kann. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF 2. Ja, und dann, also das gehe ich mal davon aus, dass man da das sowas in irgendwas in die Richtung mit dem Ding machen kann. Eigene Einsätze glaube ich jetzt eher weniger, dass es haben wird. Das Fahrzeug. Und dann Abfahrt. So, unser zweiter Einsatz des Tages ist ein ganz geschmeidiger Containerbrand. Den wir uns jetzt hier mal getten. Ja, bin gespannt. Im zweiten Teil würde ich den dann mal ganz groß aufziehen und den gesamten Löschzug rausschicken zu einem Containerbrand. Und am Ende würde ich es dann mit dem Schnellangriff löschen. Oder neben Feuerlöscher. Oh, ne, Mann. Oh, da hinten. Da hinten ist es. Da ist es. Oh, da, das ist eine neue Position, finde ich. Oder ich kenne die noch nicht, diese Position. Von dem Containerbrand. Nice, nice. Machen wir hier mal auf. Wir machen auf jeden Fall einen auf Angriffstrubbler. Und löschen hier mal den Stuff. Das war's schon. Dann fahren wir noch ganz geschmeidig zurück zur Wache. Oder lassen uns besser gesagt zurückfahren. Und dann war's das heute mit dem Teil schon. Im nächsten Teil schauen wir jetzt die neuen Gebäude dann an, die wir in Mülheim dann zu finden haben hier. Das sind alles, aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Jetzt müssen wir erstmal zurückfahren, wa? Tankstellenbrand, das wäre doch was. Das wäre doch was im zweiten Teil. Tankstelle brennt. Aber naja, das sind alles Spekulationen und wahrscheinlich eher weniger, dass wir, ich glaube eher weniger, dass wir einen Tankstellenbrand bekommen.
Aber naja, man wird es nicht erfahren. Oder spätestens, wenn das Spiel raus ist, wird man es erfahren. Aber jetzt erstmal nicht. So. Gleich sind wir an der Halle hier wieder. Wir können ja mal einsatzbereit über einsatzbereit über Funk machen. Da fehlt doch was auf dem Dach. Oh, ich sehe hier gerade, dass hier auf den Hörnern hier Aerosoft-Zeichen drauf sind. Das sehe ich hier gerade zum ersten Mal. Na, wusstet ihr das? Wahrscheinlich nicht. Haben wir noch irgendwo so Easter Eggs am Autos? Eher weniger. Na, das wusste ich nicht. Jetzt sind sie weg. Hä? Na, egal. Ist mir den Einreißhaken, der hier oben liegt, den dürfen wir auch benutzen im zweiten Teil. Bin ich auch gespannt drauf. So, fahren wir rein hier und Ende im Gelände. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein. Am Dienstag, nicht vergessen, schauen wir uns die neuen Gebäude an. Und bis dahin, ciao.